Ich stecke gerade mitten in der Vorbereitung zum nächsten Online-Kurs. Das wird ein Projektkurs. Und an dieser Vorbereitung möchte ich euch ein bisschen teilhaben lassen, denn das wird ein Kurs, bei dem Zeichnung, Stückliste, Material, alles schon vorbereitet ist, wenn der Kurs beginnt. Das heißt, ich möchte euch zeigen, wie man so ein Möbelstück plant. Wie geht man bei der Planung vor, von der ersten Idee bis zur fertigen Zeichnung? Das wird jetzt kein CAD-Tutorial, obwohl ich euch auch einige Dinge im CAD zeige, aber da geht es eher um die Vorgehensweise, wie ich da konstruiere, wie ich mich da an mein fertiges Ergebnis praktisch rantaste und weniger um die Bedienung des Programms. Das Ganze könnt ihr natürlich so auch in eurem Programm machen oder so ähnlich oder auch von Hand mit Bleistift und Lineal. Es geht wirklich um die Vorgehensweise. Wenn ihr ein Möbelstück plant, steht am Anfang natürlich die Idee. Ihr möchtet ein Möbelstück bauen, das einen gewissen Zweck erfüllt, das eine gewisse Optik hat, das in den Raum reinpasst. Und ganz genauso ist es auch bei meinen Projektkursen, da ich die Möbelstücke in der Regel für mich selbst plane und baue. Hier geht es jetzt um einen Wohnzimmerschrank. Der steht frei an einer Wand, soll aber nicht so riesig sein und soll möglichst offen sein. Also nicht so schwer, nicht so wuchtig, dennoch aus Massivholz. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Aber die Herausforderung ist lösbar. Holzart ist Kirschbaum, das steht fest, soll ja zur anderen Einrichtung passen. Und was auch schon feststeht, ist, dass der Schrank keine Griffe bekommen soll. Also grifflose Fronten. Moderne Beschläge, unten Schubladen, oben ein Vitrinenteil. Am Anfang der Planung steht eine einfache Handskizze. Die kann auch ruhig noch ein paar Fehler enthalten. Hier seht ihr meine Skizze, die enthält die wichtigsten Maße. Bei der Seitenansicht fehlt der Sockel, sei es drum. Und die ist schon maßstabsgerecht, damit man schon mal einen kleinen Eindruck von den Proportionen bekommt. Denn wenn das hinten und vorne nicht passt, einem nicht gefällt, ist natürlich dumm. Und es soll natürlich auch zweckmäßig sein. Deswegen auch gewisse Abstände. In die Vitrine sollen verschiedene Sachen rein. In die offenen Fächer sollen Bücher rein. In die Schubladen soll einfach Krimskrams rein. Und der Raum ist nicht allzu hoch, deswegen ist der Schrank mit 2,10 Meter inklusive Sockel gerechnet. Und er soll eben nicht so wuchtig sein, deswegen auch relativ schmal. Das streckt dann den Raum auch wieder, wirkt also ganz anders im Raum als ein breiter, wuchtiger Schrank. Das sind also erstmal die Grundüberlegungen. Oben, wie gesagt, Vitrinenteil, aber nur mit 3 Rahmenelementen, damit die Mitte frei bleibt, sonst ist einfach zu wenig Glasfläche da und in dieses Vitrinenteil soll auch noch Beleuchtung eingebaut werden. Das Ganze natürlich versteckt, sodass man von dieser Beleuchtung, von der Verkabelung nichts sieht. Schön ist natürlich, dass an der Stelle, an der der Schrank später stehen soll, in Bodennähe eine Steckdose ist. Soviel also erstmal zur Grundidee dieses Möbelstücks. Jetzt geht es daran, die Materialien auszuwählen und vorzubereiten. Wie gesagt, Massivholz, da wo es geht. Und ihr seht hier schon, dass ich noch am Verleimen bin. Hier liegt ein Schubladenboden, der wird gerade gepresst. Dünne Leimholzplatte, nur 6,5 mm stark. Hier hinter mir sind die Schubladenseiten schon mal eingespannt, verleimt. Die werden dünner geschnitten auf der Bandsäge und natürlich vorher noch ausgehobelt. Auch das ganze Leimholz habe ich schon anhand dieser Skizze vorbereitet. Denn man kann natürlich planen und machen und tun und hoffen, dass das Holz, das man da hat, reicht. Oder man kauft genug Holz. Bei mir war es jetzt so, dass ich noch Holz da hatte und dieses Holz verarbeiten möchte. Jetzt kann es natürlich passieren, dass man hier und da mal ein Stück Holz zu wenig hat. Und dann ist es natürlich gut, wenn man die Maße noch ändern kann. Es spielt ja keine Rolle, ob dieser Schrank jetzt genau 80 cm breit wird oder 79 cm, wenn vielleicht das Holz zu kurz ist. Genauso bei der Tiefe, auch da ist noch ein bisschen Spielraum drin. Und deswegen habe ich schon mal das Leimholz und das Material für die Schubladen soweit vorbereitet. Jetzt kann ich sehen, reicht mein Holz aus? Kriege ich die Maße raus, die ich brauche? Und ich bin hingegangen und habe das Material so dick ausgehobelt, wie es mein Holz hergab. Das heißt, ich habe mich noch nicht auf eine Materialstärke festgelegt in dem Moment. Das hat einfach mein Holz vorgegeben. Ich wollte so um die 30 mm. 28 mm habe ich rausbekommen. Ist also vollkommen okay. Das heißt, jetzt kann ich weiter planen mit einer Materialstärke von 28 mm.
Hätte ich jetzt mit 30 mm geplant und hätte nur 28 rausbekommen, hätte ich müssen ständig umrechnen. Das ist natürlich eine Fehlerquelle. Und diese Fehlerquelle eliminiere ich hiermit. Wenn ihr das Möbelstück nachbauen wollt und jetzt zum Beispiel fertiges Leimholz verwendet mit 26 mm, dann müsst ihr natürlich umrechnen. Genauso habe ich es bei den Schubladenteilen gemacht. Da wollte ich eine Materialstärke von 15 mm haben, wurde beim Nachsägen und Aushoben ein bisschen eng. Jetzt habe ich nur 14,5 mm, ist auch okay für die Schubladen, aber ich habe jetzt wirklich das Maß, mit dem ich planen kann. Anhand der Skizze konnte ich auch schon die Beschläge und die Beleuchtung bestellen. Die Beleuchtung ist die gleiche, die ich auch bei meiner Küche verwendet habe. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die Schablone ist noch da. Ich weiß, wie die verbaut wird. Deswegen kommt die auch da wieder rein. Bei den Beschlägen habe ich mich für sogenannte Tip-On-Beschläge entschieden. Also bei den Schubladen drückt man drauf. Die Schublade springt ein Stück vor und man kann sie aufziehen. Das Ganze kombiniert mit einem leichten Soft-Close, also Selbsteinzug. Einer Synchronisierung, damit man überall auf die Schublade drücken kann und sie aufspringt, nicht nur in der Mitte. Und da die Schubladen wesentlich breiter als tief werden, kommt da auch noch eine Seitenstabilisierung rein, damit sie gut laufen. Das ist relativ kostspielig, so ein Beschlag kostet derzeit dann um die 75 Euro pro Schublade, aber man hat dann natürlich eine ganz tolle Schublade und nicht nur so 0815 Schubladen. Diese ganzen Beschläge sind also hier drin, die sind schon da, auch die Beschläge für die Vitrinentüren. Denn auch da kommen keine Griffe rein, aber es sind einschlagende Türen. Das heißt, auch da kommt so eine Mechanik rein, die bei leichtem Druck die Tür ein Stück öffnet. Dann kann man reingreifen und sie öffnen. Und ich würde euch empfehlen, wann immer es geht, kauft die Beschläge, bevor ihr mit der Projektplanung richtig im Detail anfangt. Denn dann könnt ihr mal am Beschlag was messen. Ihr könnt mal am Beschlag was ausprobieren. Gerade bei so komplexen Geschichten wie hier ist das gar nicht so verkehrt, wenn man mal sieht, wie viel Druckweg braucht so ein Beschlag wirklich, wie viel Luft muss man da einplanen. Dann könnt ihr, während ihr die Zeichnung im Detail macht, schon mal an eure Beschläge gehen und das wirklich eins zu eins nachmessen und euch anschauen. Das ist viel, viel besser als nur anhand der Zeichnung des Herstellers zu planen. Vor allem, wenn man Beschläge, wie ich das hier mache, nicht ständig verarbeite. Diese ganze Push-to-Open-Geschichte habe ich erst 2-3 Mal verarbeitet oder wenn man einen Beschlag zum ersten Mal verwendet. Ich habe auch schon das Furnier bestellt, denn auch wenn das Ganze massiv sein soll, gibt es hier und da ein paar Stellen, zum Beispiel die Einlegeböden, die sind auch sehr speziell, die in Massivholz schwierig werden. Da mache ich Streichigplatten selbst und furniere die. Diese ganzen Themen, Leimholzherstellung, wenn es mal mehr wird, oder Dreischichtplatten, habe ich bereits im Vorfeld in einem anderen Kurs behandelt. Da habe ich einen anderen Kurs ergänzt mit diesen Themen. Das findet also nicht mehr im Projektkurs statt, sondern ich verweise dann auf das Video, das schon da ist. Und dadurch wird dieser Kurs nicht so in die Länge gezogen, denn viele von euch wissen, wie man Leimholz herstellt. Viele von euch wissen, wie man Schubladen baut. Alles das kommt nicht mehr im Kurs vor, aber es muss natürlich gemacht werden und es muss geplant werden. Und das unterscheidet natürlich meine Projektplanung von der, wie ihr es wahrscheinlich in eurer Werkstatt macht. Denn ich habe ja den Anspruch, euch in einem Kurs möglichst viele interessante Dinge zu zeigen, euch das möglichst so rüberzubringen, dass ihr was dabei lernt und es für diejenigen, die schon länger dabei sind, nicht langweilig wird. Deswegen spielt es auch keine Rolle, ob ihr dieses Möbelstück eins zu eins nachbauen wollt. Ich denke, ich schaffe es immer wieder, interessante Themen in so einen Projektkurs reinzupacken, die ihr auch für andere Möbel verwenden könnt, beispielsweise die Beschlaggeschichte, aber auch die Grundkonstruktion dieses Möbelstückes. Denn es soll ja, wie gesagt, Massivbauweise sein, aber eben keine typische Rahmenfüllungskonstruktion, wie man sie oft sieht. Eher so ein bisschen Plattenbau. Und das ist nicht ganz so einfach umzusetzen, aber ich denke, es ist mir gelungen. Was ihr auch berücksichtigen solltet, ist, wie viel Zwingen habt ihr, wie viel Platz habt ihr, wie lange dauert so die Materialvorbereitung. Bei mir hat jetzt die Materialvorbereitung gute 2 Wochen verschlungen, da ich auch hier versuche, möglichst auf synthetische Leime zu verzichten, stattdessen mit Hautleim und Fischleim arbeite, der eine längere Abbindezeit hat. Ihr seht hier direkt 3 Teile eingespannt, die lagen jetzt über Nacht. Das beschleunigt diesen ganzen Vorgang natürlich, aber es braucht natürlich seine Zeit und muss mit berücksichtigt, mit eingeplant werden.
Ihr seht auch hier schon Material liegen für weitere Dreischichtplatten. Auch das ist schon vorbereitet. Das habe ich beim letzten Video zu den Dreischichtplatten einfach mehr mitgemacht, weil schon klar war, dass ich für dieses Projekt diese Platten brauche. Auf der Basis dieser ersten Skizze, den ersten Ideen, den Beschlägen und dem vorbereiteten Material wird jetzt eine detaillierte Zeichnung mit detaillierter Stückliste gemacht. Und das finde ich immer sehr hilfreich, auch bei kleineren Sachen. Also ich versuche immer, wann immer es zeitlich funktioniert, manchmal muss auch einfach was schnell fertig werden, eine solche Zeichnung anzufertigen. Ein 3D-Modell, auf dem basierend dann die 2D-Ansichten, eventuell Schnittzeichnungen und dann die Stückliste. Und nach dieser Zeichnung fertige ich dann das Möbelstück. Und hier ist es auch noch so, dass Glas bestellt werden muss. Das heißt, wenn diese Zeichnung mal steht, wird es schwierig, vor allem am Vitrinenteil noch was zu ändern. Da aber das Vitrinenteil ähnliche Maße hat wie das Unterteil, würden sich Änderungen an der Vitrine auch auf das Gesamtmöbel auswirken. Das wiederum würde bedeuten, dass Glasteile, die schon vorab geordert werden müssen, nochmal geändert werden, eventuell neu bestellt werden müssen. Das heißt, hier sollte schon eine gewisse Sorgfalt vorherrschen, damit wirklich am Ende nach dieser Zeichnung gebaut werden kann. Und deswegen geht es jetzt an den Rechner, an die Zeichnung, aber zwischendurch auch immer hier in die Werkstatt, zum Beispiel an die Beschläge, um da ein paar Details rauszumessen. Ich arbeite hier mit BricsCAD unter Linux. Das ist kein kostenloses Programm. Das ist eine Kaufversion, nicht ganz so günstig wie andere Programme, aber es macht genau das, was ich von ihm erwarte. Und damit bin ich sehr zufrieden. Das ist ein, wie gesagt, ein 3D-Programm. Man arbeitet so ähnlich, wie man es in der Werkstatt machen würde. Ich fange mal mit dem Boden an, vom Schubladenteil. Das ist einfach erstmal nur ein Brett, ein Quader mit einer Länge von 800 mm und einer Breite von 500 mm. Und einer Stärke von 28 mm. Hier habe ich verschiedene Ansichtsmodi. Da gehe ich jetzt mal auf 3D-Drahtmodell oder besser gesagt 3D-verdeckt. Das ist einfacher. Und dieses Brett wird jetzt so gesehen auf Gehrung geschnitten. Denn ich möchte den Korpus auf Gehrung verbinden. Dazu schiebe ich mir diese Linie hier einfach um die Materialstärke in diese Richtung. Das gleiche auch hier nochmal. Und schon ist hier eine Gehrung dran. Das sind jetzt 28 mm. Das ist schon ordentlich wuchtig. An anderen Stellen brauche ich diese Materialstärke. Hier möchte ich aber die Materialstärke von vorne nicht sehen. Deswegen kommt hier ein Falz rein. Und dieser Falz ist so tief, wie meine Front dick ist, plus 4 mm Auslöseweg für diese Tip-On-Geschichte, plus noch ein bisschen Reserve. Das heißt, mein Falz wird hier 26 mm tief werden. Dann sollen noch 10 mm stehen bleiben, also wird der Falz 18 mm nach unten gezogen. Das wäre jetzt hier das Vorderteil von meinem Boden. Jetzt geht es darum, wie weit die Rückwand zurückspringt. Und hier müssen jetzt gleich zwei Dinge berücksichtigt werden. Dazu muss ich aber noch sagen, dass die Vitrine selbst keine Rückwand bekommen soll. Das gibt dem Ganzen etwas mehr Leichtigkeit, weniger Kasten, sondern man sieht die Wand. Das finde ich persönlich etwas ansprechender. Kann natürlich jeder für sich entscheiden. Durch diese fehlende Rückwand kann aber das Netzteil für die Beleuchtung nicht direkt hinter dem Vitrinenteil eingebaut werden. Das sitzt dann im unteren Teil des Möbels hinter den Schubladen. Da kommt eine Rückwand rein als Staubschutz. Das heißt, der Platz, den dieses Netzteil braucht, muss bei der Rückwandpositionierung berücksichtigt werden. Wobei, wenn ihr euch das Netzteil anschaut, dürfte das das kleinste Problem sein. Das ist ja relativ dünn. Aber hinter diesem Schrank ist ja die Steckdose. Und da muss dieser Eurostecker hier eingesteckt werden. Und der braucht ja auch Platz und sollte nicht so stark geknickt werden. Und da habe ich es gemessen. Da brauche ich in etwa 55 bis 60 mm.
Der Platz, den ich also zwischen Rückwand und meiner Wand brauche, beträgt 60 mm, vorgegeben durch diesen Stecker, damit das alles schön versteckt ist. Dann gibt es aber noch ein zweites Maß, das enorm wichtig ist, und zwar die Einbautiefe des Schubladenbeschlages. Ich habe hier mal so einen Beschlag komplett zusammengebaut und einfach hier zwei Klötze hingelegt. Und jetzt komme ich hier auf ein Maß von insgesamt fast 420 mm. Das wiederum bedeutet, ich habe meine 420 mm plus einfach mal 2 mm Luft plus 60 mm plus die Rückwandstärke. Da gebe ich jetzt mal 8 mm vor. Das wären schon 490 mm. Also 490 mm wäre diese Vorderkante hier. Und da kommt jetzt noch meine Frontstärke drauf mit 18 mm. Also plus 18 mm. Und das ergibt jetzt 508 mm. Das heißt, mit meinen geplanten 500 mm komme ich nicht ganz hin. Deswegen mache ich meinen Korpus hier unten einfach etwas größer. Das Leimholz ist groß genug und gebe hier einfach 20 mm dazu. Jetzt kann ich hier einen Falz dran machen mit der entsprechenden Tiefe, also 68 mm. Und der Einfachheit halber mache ich den genauso tief wie diesen Falz an der Vorderkante, also 18 mm. Dann kann ich hier meine Rückwandbretter auch gut verschrauben. Die anderen Teile des Korpuses sehen im Prinzip genauso aus, auf Gehrung geschnittene Teile mit Felsen dran. Was jetzt natürlich fehlt, ist die Rückwand. Die besteht hier in dem Fall, weil das Ganze ja massiv sein soll, aus einzelnen Brettern, die gefelzt sind. Und dann kommen noch Schubladen rein. Ich werde jetzt hier nicht im Detail auf die Konstruktion eingehen. Das soll jetzt nicht Bestandteil dieses Videos sein. Aber ihr seht hier schon mal, dass die Schubladen einen Trennsteg haben. Das macht bei so breiten Schubladen schon Sinn. Das stabilisiert diese dünnen Querschnitte auch nochmal. Und der dünne Boden ist dann auch kein Problem mehr, wenn der mit diesem Mittelsteg verschraubt wird. Dann gibt es natürlich noch Frontblenden. Und wenn man das Ganze dann mal mit Texturen versieht, dann kann man sich das schon ganz gut vorstellen. Die Schubladen sind übrigens aus Esche, nicht aus Kirschbaum, aus dem einfachen Grund, ich habe noch genug Esche da, Kirschbaum etwas weniger, im Inneren sieht man es nicht, ihr könnt also problemlos die Schubladen aus einem anderen Material machen. Was ich nicht einzeichnen werde, weil ich es einfach nicht brauche und weil es auch für die Zeichnung später nicht relevant ist, sind die Beschläge selbst. Natürlich sitzen die Teile mit dem richtigen Abstand hier drin, aber ich spare mir einfach das Zeichnen dieser Beschläge. Auch wenn man die natürlich als fertige Elemente beim Hersteller runterladen kann und ins CAD reinpacken kann, aber es ist unnötig und es bauscht diese Zeichnung nur unnötig auf. Genauso spare ich mir das Einzeichnen der Verbinder in den Gärungen. Ich möchte hier mal auf eine Sache eingehen, die vor allem CAD-Neulinge oft nicht so ganz auf dem Schirm haben, und zwar die Gruppierung einer Zeichnung. Ich habe hier verschiedene Layer angelegt. Je nach Zeichenprogramm ist das immer ein bisschen anders. Und über diese Layer kann ich hier bestimmte Elemente ein- und ausblenden, beispielsweise einfach mal hier die Rückwand rausnehmen oder die Schubladen. Und so kann ich mir meine Zeichnung strukturieren. Die Rückwand besteht aus mehreren Einzelbrettern, die habe ich mir gruppiert. Das heißt, wenn ich da irgendwie was verschieben muss oder so, kann ich die komplette Rückwand nehmen und muss nicht 8 Einzelbretter durch die Gegend schieben. Das macht das Ganze viel einfacher und auch die Fronten sind auf einem extra Layer, sodass ich die ein- und ausblenden kann. Einige Programme bieten natürlich auch die Möglichkeit, gezielt Elemente auszublenden. Auch das ist sehr praktisch. Da kann man dann zum Beispiel mal eine Seitenwand kurz rausnehmen und sich das Ganze dann einfach mal von der Seite anschauen. Wenn man da noch die Texturen ausblendet, dann sieht man sehr schön, ob irgendwo irgendwas nicht wirklich so passt, wie man das haben will. Das sieht aber hier alles gut aus. Ich habe es hier nur ein bisschen weiter gezeichnet.
Der obere Korpus ist auf Basis des unteren entstanden, bisschen andere Maße, kein Rückwandfalz. Und die Seitenteile habe ich auch schon gezeichnet. Und da ergab sich an der Rückwand hier ein Problem, denn so wie das ursprünglich gezeichnet war, funktioniert das nicht. Denn ich schiebe jetzt einfach mal dieses Teil hier zur Seite, dann erkennt ihr das besser. Dieses Seitenteil hier ist 28 mm stark, ist aber hier unten rausgefräst und der Korpus ist hier unten ausgefräst. Dadurch fallen diese dicken Materialstärken am Korpus nicht auf, aber dort, wo es nachher ein offenes Regal ist, da habe ich eben diese Materialstärken und das sieht dann wiederum gut aus. Und dadurch passte das hier mit dem Falz nicht mehr. Den Falz habe ich verkleinert, der ist jetzt nur noch 8 mm tief, aber wie ihr seht, funktioniert das dann mit dieser, ich sag mal, riesengroßen Überplattung. Und hier ist jetzt auch noch Platz für einen Kabelkanal, denn hier in diesem Bereich sitzt ja später das Netzteil und da gehen dünne Kabel nach oben in den Vitrinenteil und hier in diesem Boden sitzen dann die LED-Strahler drin. Nein, hier oben sitzen dann die LED-Strahler drin. Das heißt, dieses dünne Kabel muss hier hoch, dann in den Boden rein und geht dann in die Strahler. Hier unten in diesem Boden wird ein Schalter sitzen, ein Berührungsschalter, der kaum sichtbar ist. Und auch da muss dann ein Kabel rein. Das heißt, auch hier kommt noch eine Nut rein. Die werde ich gleich noch einzeichnen. Aber die Grundkonstruktion an sich wäre soweit, dass sie funktioniert. Bevor es jetzt aber an die Einbaustrahler und den Schalter geht, kümmere ich mich erstmal noch um die Türen. Und da muss wahrscheinlich hier das Falzmaß geändert werden. Das habe ich ja vom unteren Korpus übernommen. Hier sind es 26 mm. Denn auch die Türen werden grifflos sein. Und dazu gibt es hier solche Zylinder. Da drückt man drauf. Und dann springt der raus und drückt die Tür auf. Man kann dann die Tür einfach greifen und öffnen. Und diese Mechanik hier, die braucht auch wieder Platz, 4 mm. Die sitzt dann hier im Boden drin. Und das hier wäre meine Tür. Die hat eine Stärke von 23 mm. Man drückt also hier mit der Tür gegen diesen Anschlag hier. Und dann wird die Tür aufgedrückt. Dann greift man hier rein. Zum Schließen drückt man wieder auf die Tür, das Ganze rastet ein. So funktioniert diese Tip-On-Mechanik. Diese 23 mm plus diese 4 mm ergeben 27 mm plus noch ein leichter Überstand der Korpuskante. Dann könnt ihr nämlich die Tür noch einstellen. Ergibt dann 28 mm. Der Falz im Vitrinenteil wird also auf 28 mm geändert und im Schubladenteil, wo die Falztiefe an der Stelle für die Konstruktion und für die Funktion eigentlich keine große Rolle spielt, werde ich auch auf 28 mm gehen, dann kann ich das in einem Fräsgang machen. Die Tür selbst ist relativ einfach konstruiert, die wird mit Topfbändern befestigt, deswegen hat die eine Rahmenbreite von 60 mm. Die Topfbänder müssen ja irgendwo Platz finden. Die Türen haben Glas, aber keinen Rahmen in der Mitte, da wo die beiden Türen zusammenkommen, damit einfach mehr Glasfläche da ist. Die Scheiben werden dann in die Rahmen eingeklebt. Dafür brauchen die Rahmen eine Nut. Die Ecken werden einfach gedübelt oder mit Dominos gemacht, mal schauen. Und damit eben diese Rahmenecken auch schön dicht sind, wird es noch einen kleinen Zapfen geben, der dann die Nut im jeweiligen aufrechten Rahmenteil dann verschließt. Also eine simple Konstruktion. Das Video soll ja nicht zu langatmig werden und es geht auch hier nicht um die Bedienung eines 3D-CAD-Programms. Deswegen habe ich das 3D-Modell einfach schon mal fertig gemacht. Das seht ihr hier. Da gibt es vielleicht noch kleine Änderungen, aber im Prinzip bleibt das so. Und jetzt möchte ich hier noch auf ein paar Konstruktionsdetails eingehen und euch da ein paar Erläuterungen geben. Ich fange mal mit den Böden an, mit diesen Einlegeböden hier. Ihr seht, das sind nicht einfach nur Bretter, die hier drin liegen, sondern das ist schon etwas aufwendiger. Das hat den Grund, dass hier Bodenträger verwendet werden, die später nicht sichtbar sind. Ihr seht hier eine kleine Nut. Dort schiebt sich der Boden auf die Träger drauf. Ich zeige euch die gleich in der Werkstatt. Dann gibt es hier noch so eine aufgeleimte Kante.
Das hat einfach den Zweck, dass wenn man hier Bücher draufstellt, man die Bücher nicht gegen die Wand knallt. Das hinterlässt mit der Zeit unschöne Abdrücke auf einer weißen Wand. Und diese Böden sind so gemacht, dass man sie umdrehen kann. Denn mit der Zeit wird so ein Boden, auch wenn er relativ dick ist, durchhängen, wenn da schwere Bücher draufstehen beispielsweise. Und wenn man dann hingeht und diesen Boden regelmäßig einfach umdreht, dann gleicht sich das immer wieder aus und der Boden bleibt so gesehen im Prinzip gerade. Das geht natürlich nur, wenn man entsprechende Bodenträger verwendet und den Boden entsprechend konstruiert. Und auch hier habe ich wieder diese Überlappungen mit ins Spiel gebracht. Die Böden stehen also ein Stück über, liegen hier an der Seitenwand an und damit die immer schön an der Seitenwand anliegen, haben sie nach hinten hin einen kleinen Rücksprung, sind also nicht bündig mit der Seite. Das sieht man hier sehr gut. Und ihr seht hier auch die Lochreihe, denn das Ganze wird auf Bodenträgern aufliegen, die in Lochreihen gesteckt werden. So kann man die Höhe dieser Böden variieren. Aber die Lochreihe hat kein übliches 32 mm Raster. Das ist mir einfach zu fein. Das stört mich optisch. Deswegen bin ich hier auf 64 mm gegangen. Und auch hier oben ist ein 64 mm Lochraster. Da liegen Glasböden drin. Und diese Glasböden müsst ihr entsprechend berechnen. Dazu braucht ihr erstmal die Glasbodenträger. Und hier seht ihr jetzt beide Bodenträger. Das ist der Bodenträger für die Holzböden. Auf diesem Teil hier wird der Holzboden mit der Nut aufgeschoben und das hier steckt im Loch. Und das hier wäre ein Glasbodenträger. Der ist verstellbar für verschiedene Glasdicken. Ich werde 6 mm dickes Glas nehmen. Er hat hier unten so einen Gummipuffer. Dort liegt das Glas auf und ihr seht hier eine gewisse Materialstärke. Und eben diese Materialstärke müsst ihr bei der Bestellung der Glasböden berücksichtigen. Das sind hier bei diesen Bodenträgern 3,5 mm, gerundet 4 mm. Das Ganze sollte noch etwas Luft haben. Also müsst ihr auf jeder Seite von eurem Schrankkorpus vom Innenmaß her 5 mm abziehen, wenn ihr die Glasböden bestellt. Ihr solltet also vorher die Bodenträger bestellen, damit ihr euch das alles mal anschauen könnt und nicht nur nach Zeichnung einfach solche Glasplatten ordern. Denn Glas hat nun mal den Nachteil, dass ihr es mit Holzbearbeitungsmaschinen nicht einfach so nacharbeiten könnt. Das heißt, wenn euer Glasboden zu breit ist, dann passt er einfach nicht rein und ihr müsst ihn wieder zum Glaser zum Nachschleifen geben. Das wäre natürlich ärgerlich. Noch ärgerlicher wäre, wenn er zu klein ist. Deswegen werde ich es einfach so machen, dass ich erstmal den Korpus zuschneide, auf Gehrung mache und wenn ich den Korpus zusammenstecken kann, dann messe ich mir mein Innenmaß raus und berechne das Maß der Glasböden. Denn wenn beim Schneiden der Gehrungen irgendwas schief geht und ich mich entschließen muss, meinen Korpus vielleicht 2 mm kleiner zu machen, dann ist das so lange noch kein Problem, wie die Glasteile noch nicht gemacht sind. Bei den Türen werde ich es genau umgekehrt machen. Da werde ich warten, bis das Glas da ist und dann erst die Rahmen nuten, denn wenn die Glasplatten für die Türen leichte Toleranzen gegenüber meiner Bestellung haben, kann ich das über die Nuttiefe problemlos ausgleichen. Ihr solltet euch also auch solche Dinge im Vorfeld überlegen, also wie ist eigentlich der optimale Arbeitsablauf, wann bestellt man was. Und wichtig ist natürlich bei diesen ganzen Materialbestellungen den Überblick zu behalten. Deswegen habe ich mir hier so einen Kasten gemacht, da ist mein ganzes Kleinmaterial drin. Schön in Tüten verpackt, damit nichts verloren geht. Die Auszüge sind fertig montiert und diese ganzen Beipackzettel hebe ich auf, bis das Projekt abgeschlossen ist. Hier sind auch die ganzen Elektrokomponenten drin, die Einbaustrahler. Und zu den Einbaustrahlern gibt es noch eine kleine Besonderheit. Die habe ich zwar schon mehrfach verwendet, aber noch nicht in so tiefen Böden. Bisher hat mir dieser Bohrer hier mit einer Gesamtlänge von 170 mm immer ausgereicht, um den Kabelkanal zu bohren. So habe ich das im Moment auch eingezeichnet, aber dadurch liegt der Schalter relativ weit hinten. Das ist natürlich nicht praktisch. Ich habe mir deswegen noch einen längeren Bohrer geordert, aber auch da werde ich erstmal einen Versuch machen. Funktioniert das mit einem so langen Bohrloch noch gut in dem dicken Boden? Verläuft er nicht zu sehr? Und erst wenn ich mir sicher bin, dass das funktioniert, werde ich das auch entsprechend dann umzeichnen und dann später am Boden auch so machen.
Also hier und da muss man im Vorfeld einfach auch mal ein paar Dinge ausprobieren, bevor man das zeichnerisch umsetzt und sich später darauf verlässt. Das wird schon gut gehen. Und wenn ich dann soweit fertig mit dem 3D-Modell bin, gehe ich ganz gerne hin und deute zumindest den Raum um dieses Möbel, so wie es später stehen soll, so ein bisschen im CAD-Programm an. Hier eine weiße Wand, hier ein Boden mit Linoleum. Ihr seht auch hier den Sockel. Der wird mit dem gleichen Linoleum belegt, den wir auch auf dem Boden haben. Dadurch bekommt dieses Möbelstück so eine Art schwebende Optik. Und wenn ich das soweit habe, dann gehe ich ganz gerne hin und lasse mir die ein oder andere Ansicht einfach mal rendern. Rendern bedeutet, dass die Texturen realistischer dargestellt werden, Schattenwürfe dargestellt werden. Wenn ich Beleuchtung setze, wird das auch noch angezeigt. Und dann bekommt man eigentlich schon einen ganz guten Eindruck davon, wie das später aussehen würde. Ich lasse hier mal den Rendervorgang laufen. Das dauert ein bisschen, je nachdem, wie viele Spiegelungen, Texturen etc. da drin sind. Und dann bekommt man eigentlich schon mal einen ganz guten Eindruck davon, wie dieses Möbel später aussehen wird. Was ich hier überhaupt nicht eingezeichnet habe, sind irgendwelche Abrundungen. Natürlich werden hier Kanten abgerundet, damit das zu den anderen Möbeln passt. Da sind Abrundungen mit 3 und 5 mm dran. Das Problem bei solchen 3D-Modellen ist, wenn man sie abrundet, dass man dann Probleme hat bei der 2D-Darstellung. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Nachdem das 3D-Modell fertiggestellt ist, geht es an die Zeichnungen, nach denen dann später gebaut wird. Denn so ein 3D-Modell ist ja schön und gut, aber so richtig eine Hilfe für die Werkstatt ist das so noch nicht. Da haben 2D-Zeichnungen, Ansichten, Schnitte, Skizzen immer noch mehr Aussagekraft und sind wirklich für die Praxis immer noch besser als so ein 3D-Modell. Ich habe mich damals für ein Programm entschieden, das mir diese Generierung von solchen Ansichten so einfach wie möglich macht. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, wie das Ganze funktioniert. Es ist auf jeden Fall so, dass man hier verschiedene Ansichtsbereiche hat. Ich habe mir hier zwei Blätter als Vorlage gemacht, einmal A4 hoch, einmal A4 quer. Und auf diesen Blättern wird dann die Ansicht projiziert. Änderungen im 3D-Modell wirken sich direkt auf die Ansicht aus. Und ich kann genau entscheiden, was ich in meinen Ansichten haben will. In dem Fall hier für meine ersten Ansichten einfach mal alles. Und dann wird das hier platziert. Der Maßstab ist noch zu klein, das werde ich hier für diese drei Ansichten auf jeden Fall vergrößern. Das kann man halt alles einstellen und das ist sehr praktisch. Hier werde ich mal 1:10, ja, das ist zu groß. Eins zu 16 ist ganz okay. Dann wird das auf dem Blatt einfach hin und her geschoben, bis es einem gefällt. Ich mache meine Zeichnungen nicht ganz DIN-gerecht, sondern eher so, dass sie auch von Laien verstanden, gelesen werden können. Das finde ich viel wichtiger als eine DIN-gerechte Zeichnung. Diese Ansichten werden jetzt bemaßt. Nach den Ansichten geht es weiter mit den Schnitten. Die erzeugt das Programm, generiert das Programm, hält sie auch aktuell. Die müssen natürlich ein bisschen schön gemacht werden, da müssen Bemaßungen rein, da müssen auch Details noch gemacht werden. Auch die erstellt das Programm von alleine praktisch. Da muss man nur alles einstellen, wie man es haben möchte. Hier seht ihr so ein Detail.
Das geht alles relativ komfortabel. Man muss sich natürlich einarbeiten. Ich werde aber hier nicht zu sehr ins Detail gehen, denn das ist ja alles programmabhängig und ich denke, kaum einer von euch wird das gleiche Programm benutzen, das ich hier habe. Wo es dann wieder für euch vielleicht ein bisschen interessanter wird, ist die Explosionszeichnung in Kombination mit der Stückliste. Die Explosionszeichnung ist eine Kopie meines 3D-Modells, das ich auseinanderziehe, so wie es halt nachher auf dem 2D-Blatt, auf der Zeichnung gut aussehen wird. Das habe ich hier schon gemacht. Und jetzt erstelle ich meine Stückliste. Die wird nicht generiert. Das ginge zwar irgendwie, ist aber sehr aufwendig. Mir persönlich ist es sowieso lieber, wenn ich die Stückliste per Hand schreibe in der Tabellenkalkulation. Denn dann kann ich beim Erstellen der Stückliste nochmal kontrollieren, dass alle Maße vorhanden sind. Ich fange also mit dieser Explosionszeichnung hier an und überlege mir, was ist Position 1? Das werden jetzt die Seitenteile werden. Da schreibe ich jetzt hier eine 1 dran. Und jetzt schaue ich in meinen Zeichnungen, ob ich alle Maße für diese Seitenteile drin habe. Erstmal in den Ansichten, da habe ich schon mal die Länge der Seitenteile. Das trage ich dann in meine Stückliste ein. Bezeichnung Seitenteile. Davon brauche ich 2 Stück. Die Breite schaue ich auch wieder in meine Zeichnung. Die ist hier angegeben. 250 mm ist also auch vorhanden. Die Stärke. Schauen, ob die irgendwo angegeben ist. Hier ist die. Ist also auch da. 28. Material ist Kirschbaum. Das muss ich mir noch hier in die Stammdaten eintragen. Kirschbaum. Dann gibt es auch noch Esche. Und es gibt noch Schicht. Ab dann kann ich das hier auswählen und muss das nicht immer tippen. Kanten gibt es hier keine, Bemerkungen auch keine. Dann geht es ans nächste Teil. Das wäre jetzt mein Deckel der Vitrine. Das wäre dann meine Position 2. Und auch da geht es dann wieder in die Stückliste, Deckel, Vitrine, davon brauche ich einen, denn Deckel und Boden unterscheiden sich ja minimal. Die Länge, die habe ich hier mit, mal schauen, die habe ich hier angegeben mit 800 mm. Das Maß ist also da. Die Breite. Idealerweise sind natürlich diese Maße alle erstmal in den Ansichten zu erkennen. Beträgt hier 350. Die Stärke. Ist die irgendwo bemaßt? In den Ansichten wird das natürlich schwer zu erkennen sein. Also mal in die Schnitte reinschauen. Das wäre Schnitt BB. Hier seht ihr dann auf der Zeichnung immer den Schnittverlauf. Hier ist die Materialstärke angegeben, ist also in der Zeichnung vorhanden. So gehe ich dann alle Teile durch, schreibe parallel dazu die Stückliste, prüfe alles nochmal nach, trage Maße nach, wo vielleicht welche fehlen. Und am Ende habe ich dann eine Stückliste, die hoffentlich keine Fehler enthält und eine Zeichnung, die möglichst alle Details, alle Informationen enthält. Daraus wird dann ein PDF gemacht, das den Kursteilnehmern dann zur Verfügung steht. Wenn ich dann am PC fertig bin, drucke ich mir das Ganze aus, gehe es nochmal durch, denn das soll ja so aussehen, dass ihr es zu Hause auch vernünftig drucken könnt. Deswegen mache ich das auch alles auf DIN A4. Ich denke, so einen Drucker werden die meisten von euch ja zu Hause haben. Ihr könnt natürlich auch die PDFs benutzen. Es ist natürlich niemals auszuschließen, dass sich hier und da mal Fehler einschleichen. Aber diese Zeichnungen sind ohnehin mehr eine Stütze für euch als
eine 1:1 Anleitung. Denn ich gehe davon aus, dass wenn ihr so einen Schrank nachbaut, ihr ohnehin diesen Schrank für euch anpasst. Und dann stimmt weder die Zeichnung noch die Stückliste. Da müsst ihr also selbst in der Regel nochmal ran. Das Ganze wird dann, wie gesagt, hochgeladen, sodass ihr, wenn ihr den Kurs euch anschaut, alle Daten habt und das Ganze auch besser nachvollziehen könnt. Man kann in vielen CAD-Programmen die Stücklisten generieren lassen. Das funktioniert, solange man sehr, sehr sauber zeichnet. Ein Fehler in der Zeichnung führt zu einem Fehler in der Stückliste. Das händische Schreiben der Stückliste erscheint vor diesem Hintergrund vielleicht nicht mehr ganz so abwegig, denn durch diese erneute Kontrolle, so empfinde ich das zumindest, kann ich nochmal sehen, ob irgendwo in der Zeichnung Fehler sind, ob noch Maße irgendwo fehlen. Denn bei mir ist es ja so, dass die Zeichnungen online gehen, dass die für euch sind und nicht nur für mich. Wären die nur für mich, würde ich den ganzen Aufwand so nicht betreiben. Dann würde ich zwar immer noch meine Projekte am CAD planen, aber vielleicht nicht ganz so detailliert, denn vieles ergibt sich ja auch einfach während dem Bau. Und ich gehe mal davon aus, wenn ihr eure Projekte am Rechner plant, dass der größte Teil von euch das auch nicht so ausführlich macht. Aber ich denke, es ist für viele auch mal interessant zu sehen, wie andere sowas machen, in dem Fall ich. Und das ist eben meine aktuelle Vorgehensweise. Damit komme ich gut klar. Und bisher habe ich von meinen Kursteilnehmern auch nichts Negatives über die Zeichnung gehört. Scheinbar kommen die alle damit klar. Man kann sowas natürlich auf viele Arten angehen. Die einen machen es gerne am CAD, die anderen machen eben von Hand mit Lineal, den anderen reichen Handskizzen. Jeder wie er mag und jeder so, wie er am besten klarkommt. Bei mir ist es halt so, dass ich euch als Kursteilnehmer diese ganzen Unterlagen zur Verfügung stelle. Das gehört zum Kurs dazu. Ich würde euch aber dennoch empfehlen, auch wenn ich sehr viel Sorgfalt in diese Zeichnung hier reinstecke, dass ihr immer, bevor ihr ein Projekt nachbaut, 1:1 nachbaut, wartet, bis der Kurs abgeschlossen ist, denn es können immer mal wieder Fehler in der Zeichnung auftauchen, die werden dann korrigiert. Es kann natürlich auch vorkommen, dass sich während des Kurses zeigt, dass irgendwas nicht so funktioniert wie geplant, dann wird das geändert. Deswegen meine Empfehlung, wartet, bis der Kurs abgeschlossen ist, schaut euch nochmal alle Videos an und dann geht ihr an den Nachbau. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es ein bisschen länger wurde als sonst. Vielleicht konnte ich euch ja die eine oder andere Anregung geben, die ihr für euch umsetzen könnt. Das würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß in eurer Werkstatt und habt einen schönen Tag.